Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden anhalten, abbiegen, abfahren, sich beeilen, ankommen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, roman, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana, yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz anhalten, durmak, durdurmak, tutmak anlamına geliyor. Anhalten, ayrılabilir bir fiildir. Präsens, ich halte an. Ben duruyorum. Ich halte an. Ich halte an. Präteritum, ich hielt an. Ben duruyordum, durdum. Ich hielt an. Ich hielt an. Perfekt, ich habe angehalten. Ben durdum. Ich habe angehalten. Ich habe angehalten. Tekrar edelim. Ich halte an. Ich halte an. Ich hielt an. Ich hielt an. Ich habe angehalten. Ich habe angehalten. Futur 1. Ich werde anhalten. Ben duracağım. Ich werde anhalten. Ich werde anhalten. Futur 2. Ich werde angehalten haben. Ben durmuş olacağım. Ich werde angehalten haben. Ich werde angehalten haben. Plusquamperfekt. Ich hatte angehalten. Ben durmuştum. Ich hatte angehalten. Ich hatte angehalten. Tekrar edelim. Ich werde anhalten. Ich werde anhalten. Ich werde angehalten haben. Ich werde angehalten haben. Ich hatte angehalten. Ich hatte angehalten. Örnek cümlemize geçelim. Da der Fahrer des Wagens verdächtig erschien, hielt ihn die Polizei zur Kontrolle an. Aracın sürücüsü şüpheli göründüğü için polis onu kontrol için durdurdu. Tekrar edelim. Da der Fahrer des Wagens verdächtig erschien, hielt ihn die Polizei zur Kontrolle an. Da der Fahrer des Wagens verdächtig erschien, hielt ihn die Polizei zur Kontrolle an. Farklı bir örnek cümlemiz. Sie hielt den Atem an und hörte ihm aufmerksam zu. Nefesini tuttu ve onu dikkatlice dinledi.
Tekrar edelim. Sie hielt den Atem an und hörte ihm aufmerksam zu. Sie hielt den Atem an und hörte ihm aufmerksam zu. Diğer bir fiilimiz abbiegen, bir yöne sapmak anlamına geliyor. Abbiegen ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens, ich biege ab. Ben bir yöne sapıyorum. Ich biege ab. Ich biege ab. Präteritum, ich bog ab. Ben bir yöne sapıyordum, saptım. Ich bog ab. Ich bog ab. Perfekt, ich bin abgebogen. Ben saptım. Ich bin abgebogen. Ich bin abgebogen. Tekrar edelim. Ich biege ab. Ich biege ab. Ich bog ab. Ich bog ab. Ich bin abgebogen. Ich bin abgebogen. Futur bir, ich werde abbiegen. Ben sapacağım. Ich werde abbiegen. Ich werde abbiegen. Futur iki, ich werde abgebogen sein. Ben sapmış olacağım. Ich werde abgebogen sein. Ich werde abgebogen sein. Plusquamperfekt. Ich war abgebogen. Ben sapmıştım. Ich war abgebogen. Ich war abgebogen. Tekrar edelim. Ich werde abbiegen. Ich werde abbiegen. Ich werde abgebogen sein. Ich werde abgebogen sein. Ich war abgebogen. Ich war abgebogen. Örnek cümlemize geçelim. Ich biege jetzt nach links ab, um schneller in die Innenstadt zu kommen. Şehir merkezine daha hızlı ulaşmak için şimdi sola sapıyorum. Tekrar edelim. Ich biege jetzt nach links ab, um schneller in die Innenstadt zu kommen. Ich biege jetzt nach links ab, um schneller in die Innenstadt zu kommen. Diğer bir fiilimiz abfahren. Bir araçla hareket etmek, kalkmak anlamına geliyor. Abfahren ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens, ich fahre ab. Ben hareket ediyorum. Ich fahre ab. Ich fahre ab. Präteritum, ich fuhr ab. Ben hareket ediyordum, hareket ettim. Ich fuhr ab. Ich fuhr ab. Perfekt. Ich bin abgefahren. Ben hareket ettim. Ich bin abgefahren. Ich bin abgefahren. Tekrar edelim. Ich fahre ab. Ich fahre ab. Ich fuhr ab. Ich fuhr ab. Ich bin abgefahren. Ich bin abgefahren. Futur bir, ich werde abfahren. Ben hareket edeceğim. Ich werde abfahren. Ich werde abfahren. Futur iki, ich werde abgefahren sein. Ben hareket etmiş olacağım. Ich werde abgefahren sein. Ich werde abgefahren sein. Plusquamperfekt. Ich war abgefahren. Ben hareket etmiştim. Ich
war abgefahren. Ich war abgefahren. Tekrari edelim. Ich werde abfahren. Ich werde abfahren. Ich werde abgefahren sein. Ich werde abgefahren sein. Ich war abgefahren. Ich war abgefahren. Örnek cümlemize geçelim. Wegen des Unwetters fuhr der Zug verspätet ab und kam um eine Stunde später am Ziel an. Kötü hava koşulundan dolayı tren geç kalktı ve bir saat gecikmeli olarak varış noktasına ulaştı. Tekrar edelim. Wegen des Unwetters fuhr der Zug verspätet ab und kam um eine Stunde später am Ziel an. Wegen des Unwetters fuhr der Zug verspätet ab und kam um eine Stunde später am Ziel an. Diğer bir fiilimiz sich beeilen. Acele etmek anlamına geliyor. Sich beeilen refleksif bir fiildir. Präsens, ich beeile mich. Ben acele ediyorum. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Präteritum, ich beeilte mich. Ben acele ediyordum, acele ettim. Ich beeilte mich. Ich beeilte mich. Perfekt, ich habe mich beeilt. Ben acele ettim. Ich habe mich beeilt. Ich habe mich beeilt. Tekrar edelim. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Ich beeilte mich. Ich beeilte mich. Ich habe mich beeilt. Ich habe mich beeilt. Futur bir, ich werde mich beeilen. Ben acele edeceğim. Ich werde mich beeilen. Ich werde mich beeilen. Futur iki, ich werde mich beeilt haben. Ben acele etmiş olacağım. Ich werde mich beeilt haben. Ich werde mich beeilt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich beeilt. Ben acele etmiştim. Ich hatte mich beeilt. Ich hatte mich beeilt. Tekrar edelim. Ich werde mich beeilen. Ich werde mich beeilen. Ich werde mich beeilt haben. Ich werde mich beeilt haben. Ich hatte mich beeilt. Ich hatte mich beeilt. Örnek cümlemize geçelim. Kannst du dich bitte beeilen? Wir haben uns verspätet. Lütfen acele edebilir misin? Geç kaldık. Tekrar ediyorum. Kannst du dich bitte beeilen? Wir haben uns verspätet. Kannst du dich bitte beeilen? Wir haben uns verspätet. Son fiilimiz ankommen. Bir yere, noktaya ulaşmak, varmak anlamına geliyor. Ankommen ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens, ich komme an. Ben ulaşıyorum. Ich komme an. Ich komme an. Präteritum, ich kam an. Ben ulaştım, ulaşıyordum. Ich kam an. Ich kam an. Perfekt, ich bin angekommen. Ben ulaştım. Ich
bin angekommen. Ich bin angekommen. Tekrar edelim. Ich komme an. Ich komme an. Ich kam an. Ich kam an. Ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Futur bir, ich werde ankommen. Ben ulaşacağım. Ich werde ankommen. Ich werde ankommen. Futur iki, ich werde angekommen sein. Ben ulaşmış olacağım. Ich werde angekommen sein. Ich werde angekommen sein. Plusquamperfekt. Ich war angekommen. Ben ulaşmıştım. Ich war angekommen. Ich war angekommen. Tekrar edelim. Ich werde ankommen. Ich werde ankommen. Ich werde angekommen sein. Ich werde angekommen sein. Ich war angekommen. Ich war angekommen. Örnek cümlemize geçelim. Der Bus fuhr um 19 Uhr ab und kam um 19.30 Uhr an der Endstation an. Otobüs saat 19'da hareket etti ve saat 19.30'da son durağa vardı. Tekrar edelim. Der Bus fuhr um 19 Uhr ab und kam um 19.30 Uhr an der Endstation an. Der Bus fuhr um 19 Uhr ab und kam um 19.30 Uhr an der Endstation an. Bugünkü dersimizde anhalten, abbiegen, abfahren, sich beeilen, ankommen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.